Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Wir waren mal wieder auf dem Kanal vom Barbaria Blogger unterwegs. Das sind nämlich so zwei Fratzken aus Bayern, die reden auch komisch und das ist auf jeden Fall immer ein Fest, denen zuzuhören. Ein richtiges Brechfest. Da ist schon, einiges ist chillig, was die zwei Dudes da immer so machen. Die testen nämlich auch viele Maßgetränke, nachdem wir beim Third Edward Maßgetränke kreiert haben, wie die Schneemaß oder die Laternenmaß oder die Koreamaß, haben wir ja dann geguckt, was gibt's so noch. Nach ein paar Eigenkreationen sind wir beim Bavaria Blogger gelandet, haben da Sachen gemacht wie die Schokomaß, die Bambucha-Maß. Haben jetzt nochmal 8 Vorschläge gehabt, was man machen kann, aber die Kreativität war gen Null. Da gab es plötzlich die Bananenmaß, wo halt einfach nur ein Bananenweizen gemacht wurde. Das ist für mich nicht mehr diese originalen Maßgetränke, wo du einen Namen hattest wie Schneemaß und nicht wusstest, was dahinter steckt. Da ist nicht Schnee drin und Bier. Da war halt Eis drin, Vanilleeis und gelbes Limo und das war sehr kreativ, genau wie bei der Laternenmaß. Da hast du nicht eine Laterne im Glas und das war's. Ja gut, im Endeffekt schon, aber gezaubert in einem anderen Glas extra, also versteht ihr, was ich meine? Und wenn die dann ankommen und sagen, wir machen heute mal eine Mojito-Maß und da ist halt einfach nur Bier und Mojito gemischt, also das ist das Ganze. Wir machen die Urinmaß, Hälfte Bier, Hälfte Urin, das ist halt zu billig. Eine haben wir noch gesehen, aber die einen richtig interessanten Namen hatte und das war die Stierblutmaß. Die Stierblutmaß. Und ich dachte, Hannes, das klingt so, die haben doch keinen echten Stier getötet. Was ist da drin? Dann war die Lösung natürlich Wein, Cola. Und ich glaube, das war's schon, oder? Ja, und haben die ein Topping gehabt? Nein. Die machen ja meistens, wir machen immer 3 Komponentenmaß und das auch jetzt. Deshalb nicht lang reden, wir haben schon zu viel geredet. Der Eiskorpiens, Grüße an NetGhost. Yep. Der Eiskorpiens, der hat uns hier wieder Maßkrüge zugeschickt, damit wir die Stierblutmaß kreieren können. Dafür brauchen wir natürlich den Stierkrugmaßkrug und kein Bier. Normalerweise ist der erste halbe Liter immer Bier. Bei der Stierblutmaß ist das anders. Ich wollte einen schönen Rotwein holen im Tetrapack. So ein billig Plörre für eins noch was. Hannes hat die Flasche im Netto gesehen. Das ist ein Wein. Da steht Wetten, der schmeckt. Ne? Da sitzt hier Thomas Gottschalk. Hier steht auch nochmal Thomas Gottschalk mit dem goldenen Etikett. Wetten, der schmeckt. Thomas Gottschalk, Schalk, California, Easy Red, ein 2020 Easy Red, 70 Jahre on the road. Mein Lebensmotto, take it easy, und so hatte ich es auch mit dem Wein. Deshalb Easy Red aus Kalifornien, denn nur eins zählt, der Geschmack. Und ich wette, der schmeckt euch zum Wohl auf uns, euer Thomas. Der Hannes hat die ganze Zeit gesagt, wir müssen mal eine Atommaß machen. Atommaß. Und ich habe gesagt, ach, Thomas, Thomas müssen wir machen. Also eine Maß, wo Thomas drin ist und A als eine. Und jetzt können wir das ja kombinieren, dass wir Thomas haben als Atommaß, aber Stierblutmaß eigentlich. Und dann ist uns aufgefallen, wir sind komplett bescheuert, denn irgendwie ist es das gleiche wie die Koreamaß. Aber an die könnt ihr euch nicht mehr erinnern, deswegen machen wir jetzt diesen hässlichen Wein auf von Thomas. Von einem Thomas, von Thomas, ne? Ja. Und es ist, verdammt nochmal, da ist doch ein Korken drin. Willst du mich denn, Hannes, wie will man denn jetzt den Korken hier oben rauskriegen? Reindrücken, hat er gesagt. Reindrücken oder versuch's mal. Reindrücken oder rausspucken. Tut sich was? Nee. 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 Da funktioniert gar nichts. Reindrücken. Hast du so kleine Babyfinger, dass es da reingeht, weil sonst sieht es schlecht aus. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch ein Brecheisen dabei habe. Das ist auf jeden Fall Vorbereitung. Nee. Hannes sagte, wenn der aus Kalifornien kommt, ist das sicherlich mit Schraubverschluss. Und was ist es? Es ist ein Scheißdreck, es ist nämlich ohne alles. Das überrascht uns jetzt komplett.
Da funktioniert gar nichts. Jetzt probiert mit reindrücken. Ja. Aber? Geht's? Nee. Nee. Thomas, Mensch. Thomas. Thomas, ja. Jetzt müssen wir irgendwas suchen, einen Gegenstand, den wir nehmen können, um drauf zu hauen oder irgendwas reinzudrücken. Das wird eh nix. Ich seh's jetzt schon. Ja, doch. Das ist ja, ich weiß nicht mal, was das ist, aber es ist auf jeden Fall saudreckig. Und naja, keine Ahnung. Auf einmal schneidet sich's hier oben ein. Jetzt ist er schon fast. Oh, hoppa. Das ist Thomas, genau, ihr Papa. Oi. So, vorne ist nichts. Voll gespritzt, wenn ja, doch. Ganz gern, bitte. Jetzt passt auch der Name Atom Mars, weil das gab eine richtige Explosion. Richtig. Eine Atomspaltung komplett. Und es ist Thomas, ne? Thomas, weil es ist ja ein Thomas in der Flasche. Wir müssen jetzt diese Flasche einfüllen. Soll ich anfangen? Was ja gar nicht funktioniert, das sind ja nur 0,75 Liter. Eigentlich müsste es 1 Liter sein, damit wir jeweils 0,5 haben. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh. Thomas, was ist denn? Jetzt ist doch. Der ist zwar drin, aber beim Einschenken geht er natürlich wieder hoch. Lässt sich jetzt statt. Oh, richtig schlecht. Das war das zweite Atom, das ist richtig brutal. Thomas. Ich glaube, das muss man jetzt so machen, dass man genau sieht, Thomas, wann man die Hälfte hat. So, da, dann nochmal wieder da, dann nochmal wieder da, dann auch da. Und jetzt ist der Korken wieder da. Jetzt ist er. Aber er riecht gut, muss ich sagen. Sehr fruchtig. Sehr, ja. Fruchtig riecht er. Riecht nach Thomas. Ja. Ist das ein Kräbel? Da ist noch Rest drin, Hannes. Der Rest muss raus. Jetzt. Jawohl. Und so kommen also immer die Schiffe in die Flaschen rein, weil jetzt ist das Schiff in der Flasche. Das ist richtig genial. Jetzt haben wir beide hier Thomas im Glas. Wir können mal ganz kurz so probieren, ja, wie der Wein schmeckt Prost. Überhaupt. Trocken. Eklig? Ja, trockener Wein halt. Ich verstehe den Begriff trocken nie. Das ist doch flüssig und es ist feucht. Und es ja, ist aber nein, das ist der Geschmack, der trocken ist. Und wenn du, weil danach dir das Maul fusselt und du ja, denkst, du musst genau. was nachtrinken, ja, weil richtig. Du sonst und dann dehydrierst. Gibt's, und dann gibt es den lieblichen, der ist etwas süßlich. Dann gibt es den herrlichen, ne? Das ist doch ja. Beste. So, die zweite Komponente vom Thomas, von der Atoma, von der Stierblutmaß, so heißt sie nämlich, ist Cola. Und deswegen haben wir uns diese Startring billig Netto Cola Zero geholt, um jetzt hier was aufzufüllen. Ungefähr so. Übrigens auch ein Lifehack, weil das so stark ist. Ja. Oi, Hannes, fliegt weg, weil der Wind so heftig ist. Thomas. Hätte ich lieber erst das eingeschenkt, wenn es rüber spritzt, geht's ins andere Glas. Weil der ja Wein drin ist und der Wein, der knallt natürlich auch rein. Wir haben mit 12,5 und nicht mit 5 wie Bier. Ich hab da natürlich jetzt mehr Cola drin als Wein. Aber wir machen immer 3 Komponentenmaß. Das heißt, wir haben uns noch einen echten Nordhäuser Doppelkorn geholt mit 38%. Eben aus dem Grund, weil der mehr als der Klare hatte, der hatte mehr als der Weizenkorn. Es ist der echte Nordhäuser Doppelkorn. Mit dem Huhn, genau. Das Huhn ist das Beste. Mit dem Hühnchen. Weil das Elisa Hühnchen hat nicht viel zu Tünchen. Dann drehen wir auf, wir machen es jetzt mal richtig. Elisa ich tue es bei dir einfüllen und du bei mir. Yo. Das ist, yo. Der
Oh, guckt euch das an. Hannes in Action, jetzt neu im Kino. Elisa Huhn. So, das ist somit also jetzt eine offizielle Drei-Komponenten-Maß aus Stierblut, aus Cola und aus Doppelkopf. Nee. Doppelkorn mit Huhn drin. Jetzt ein Nippern nehmen, probieren und mal gucken, wie es Stierblut schmeckt. Guckt es euch an, dieses Stierblut, ja, super fürs Thumbnail gemacht. Haben wir, glaube ich, immer vergessen bei allen, mal kurz stillzuhalten fürs Bild. Hoppa, sau mal, Janne, ist das gut? Aber das also ist doch nicht gut, gut. Ja, nein, aber da schmeckt der Wein nicht, jetzt nicht so trocken, wie er vorher geschmeckt hat. Ja. Und ich finde, das hat insgesamt plötzlich eine sehr süßliche Note. Ja. Angenehm, nicht bitter. Nicht, ja. Ich habe gedacht, gerade weil oben der Doppelkorn drauf schwimmt, das ist jetzt so richtig. Wo? Aber es hat sich irgendwie schon wieder so verflüchtigt und vermischt gleichzeitig, dass du trinkst und denkst, das ist ein Weincocktail jetzt einfach nur noch. Glühwein. Schöner, Alter. Leckerer Weincocktail beim Glühwein, da zieht sich auch mir das Gesicht immer zusammen. Das ist sogar badwarm gerade, die Brühe, deswegen. Ja. Aber es ist cool. Angenehm. Ja. Es ist angenehm. Das finde ich sogar so gut. Ich bin so froh, dass wir jetzt hier sitzen noch bis vor 15 Uhr bis zum Stream und den ganzen Humpen haben zum Austrinken, Hannes. Jawohl, so. Das machen wir aber, das seht ihr aber nicht, das machen wir heimlich. Weil sonst geht das Video zu lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, egal. Bodensehen. So wie der Königsaugen. Wie beim Bodensehen ist immer noch so halbe Glas übrig. So, das machen wir aber nicht im Video. Das machen wir jetzt in Ruhe und gemütlich. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Macht es gut. Das war die Stierblut-Mars, aka Atom-Mars. Atom-Mars, ja. Aka Atomas. 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 Ne? Ohne Mars, aber Atomas. Grüße an Thomas an der Stelle. Peace out, Vorhaut. Eure Hanseln. Ja.